Servus, der Michael hier, herzlich willkommen bei uns auf dem Kanal und herzlich willkommen zu diesem Video. Wir sind auf dem Caravan Salon 2022, natürlich auf dem Stand von Fendt Caravan und möchten euch heute den Bianco Aktiv 390 FHS vorstellen. Und wie der so sich schlägt und wie der aussieht, seht ihr schon ein bisschen hier, aber mehr nach dem Intro. Ja, willkommen zurück. Wir fangen direkt gleich mal außen an. Es ist ein kleiner Caravan. Für ein oder zwei Personen ist das ganz praktisch. Oder für Leute, die zum Beispiel ein E-Auto fahren. Die dürfen ja auch nicht so viel ziehen. Kommen wir erstmal kurz zu dem Äußeren. Das 2023er Modell hat natürlich ein neues Design, ein Außendekor, was relativ jung, sportlich darstellt. Mit einem blauen, fast metallic-farbenen Zierstreifen, der sich bis vorn durchzieht. An dieser Seite haben wir noch gleich das Badfenster und die Aufbautür. Die Aufbautür habt ihr versehen mit einem Fenster, was ihr auch mit einem Plissé verdunkeln könnt. Natürlich hat diese Aufbautür eine gewisse Dicke, um eben Kältebrücken im Eingangsbereich zu minimieren. Wenn wir es mal zumachen, sehen wir auch gleich, dass es hier schon wieder endet. Ja, also ist wirklich ein sehr kompakter Wohnwagen. Dann würde ich sagen, wir schauen uns mal das Heck an. Ja, jetzt stehen wir hier am Heck. Das neu gestaltete 2023er Heck vom Diamant übernommen mit LFI-Technologie in den Seitenwänden und den neuen LED-Rückleuchten mit gleichzeitigem Bremslicht. Auch hier im unteren Bereich haben wir die LED-Edge-Technologie rechts und links verbaut. Komplett Voll-LED-Lichter, Blinker, Rückfahrlicht, Bremslicht, normales Licht. In der Mitte haben wir dann noch LED-Nebelscheinwerfer. Und da würde ich sagen, wir schauen mal vor. Ja, jetzt sind wir hier an der neu gestalteten Front der 2023er Modelle und bei diesem 390 FHS. Im Frontbereich haben wir eine komplett LFI-Front mit der schön durchgezogenen Chromspange. Hier dahinter befindet sich der Gaskasten. Da zeigen wir euch mal ein Bildchen davon. Ja, bei dem Modell ist jetzt in der Ausstellung schon der Thule Fahrradträger verbaut für zwei Fahrräder. Das ist sehr praktisch. Da könnt ihr wirklich locker eure Fahrräder mit transportieren. Er ist sogar E-Bike tauglich. Um an den Gaskasten dann zu kommen, werden dann einfach vorgeschwenkt natürlich entweder mit Fahrrädern, das könnt ihr machen, das hält er aus, oder halt ohne Fahrräder. Und dann kommt ihr direkt dran. Des Weiteren Fendt-typisch die Anti-Schlinger-Kupplung von Alco, die 3004, die verbaut worden ist. Das Stützrad mit integrierter Stützradwaage drin. Quasi, da könnt ihr ersehen, wie viel Stützlast ihr auf der Anhängekupplung habt. Wobei ich immer sage, das sind annähernde Werte, keine direkten Werte. Da würde ich euch eine Stützlastwaage dann empfehlen. Ja, und da schauen wir einfach mal rein. Ja, dann kommen wir mal zum Eingang, bevor wir kurz reingehen. Und zwar, dieses Modell ist mit einer Fliegenschutztür ausgestattet, welches ihr quasi zuziehen könnt, um die Tür einfach mal aufzulassen, um durchzulüften, aber dass eben keine Mücken oder Fliegen reinkommen. Des Weiteren ist hier im Eingangsbereich auch noch der Kühlschrank angesetzt, welchen ihr auch von draußen öffnen könnt, quasi erst zweiseitig angeschlagen. So könnt ihr von draußen euch etwas zu trinken holen oder ich gehe mal rein oder von innen halt. So, dann würde ich sagen, ich nehme euch mal mit rein.
Ja, ich habe schon wieder mal Platz genommen. Ist ja auch anstrengend, so eine Messe, muss man ehrlich sagen. Ja, wir sitzen hier in der Sitzgruppe des kleinen Wohnwagens. Es ist in dem Sinn auch eine Dinette. Hier habt ihr die Möglichkeit, auch den Tisch abzulassen und dieses noch als zusätzliche Schlafmöglichkeiten sozusagen umzubauen. Auch hier gibt es als Option das Deko-Paket, beinhaltet dieses kleine Körbchen, was ich ganz praktisch finde für kleine Utensilien, Ladekabel etc. und diese schönen Platzdeckchen sowie kleine Kuschelkissen. Das ist im Deko-Paket enthalten, würde ich euch empfehlen, mitzubestellen. Ansonsten haben wir hier im oberen Bereich, wie ihr schon hier oben seht, Dachstaukasten und Ablagen sowie hier auch angebracht eine 230 Volt Steckdose und hier nebenan haben wir die Küche. Da stehe ich mal dazu auf. Die wurde komplett neu gestaltet. Es gibt nicht mehr dieses Komplettprogramm Spüle und Kocher, sondern hier ist alles getrennt in einem relativ tiefen Spülbecken, wo man auch mal einen Topf reinstellen kann, ohne Angst zu haben, dass Wasser überschwappt oder ähnliches, sondern man kann hier auch schön einen tiefen Topf mal reinstellen. Finde ich ganz gut. Ein 3-Flammen-Gasherd, wo der Piezo-Zünder gleich in dem Regler mit drin ist. Oben drüber haben wir dann noch 2 Staukästen. Eine mit Zwischenboden und eine ohne. Hier könnt ihr zum Beispiel mal eine Mikrowelle oder ähnliches reinstellen. Das ist möglich. Das hält ihr aus. Müsst ihr ein bisschen mit den Abmaßen schauen. Aber es ist vorgesehen. Auch diese sind mit Softclose. Also knallen nicht einfach zu. Finde ich ganz gut. Und Pushlock zum Schließen. Im unteren Bereich haben wir noch Möglichkeiten der Aufhängung. Das sind so ein paar Haken. Da kann man jetzt zum Beispiel mal ein Handtuch oder Abwaschlappen oder ähnliches quasi aufhängen, sowie eine 230 Volt Steckdose. Und auf der anderen Seite haben wir nochmal eine 230 Volt Steckdose, sowie Lichtschalter und die Wasserstandskontrolle. Ist logischerweise jetzt rot, ist ja kein Wasser drin hier auf der Messe. An dem ganzen Kochmöbel haben wir noch 3 Ausschübe, wo ihr jeweils dann Töpfe reinsetzen könnt. Teller, Besteckkasten ist hier mit innen liegend und das gleiche im mittleren habt ihr eine große Ablage. Hier ist zu beachten, dass 10 Kilo Bodenbelastung bitte nicht überschritten wird, das halten die nicht aus. Auch diese schließen komplett mit Softclose. Im unteren Bereich haben wir dann noch eine kürzere Ablage. Was ich ganz neckig finde, sind diese kleinen Ablagen hier an der Seite. Hier könnt ihr Gewürze oder Spülmittel oder ähnliches reinsetzen. Ja, und da würde ich sagen, wir drehen uns einfach mal und ich zeige euch den Schlafbereich und das Bad. Ja, jetzt haben wir hier den Schlafbereich in diesem kleinen, kompakten Wohnwagen. Wir haben hier ein französisches Bett mit 1,95 Länge und 1,40 Breite, welches gleichzeitig als Stauraum nutzbar ist, indem man das gut anheben kann und man darin dann einiges verstauen kann, wie Tisch, Stühle oder ähnliches. Hier befindet sich auch der Wassertank mit drin, standardmäßig hat er 25 Liter. Ich würde euch empfehlen, wenn ihr viel unterwegs seid und vielleicht viel Wasser braucht, auf 45 Liter hoch zu gehen, wäre nicht verkehrt. An der Seite befindet sich dann hier noch eine kleine Garderobe mit 2 Haken, die ihr nutzen könnt, um Jacken oder ähnliches aufzuhängen. Auch da Ablagen. Hier hat sich Fendt entschieden, da mal die Stauklappen wegzulassen und nur eine Ablage zu lassen, finde ich ganz gut. Man hat ja hier hinten dann noch 2
Stauklappen, wo man dann noch verstauen kann. Diese sind ohne Pushlock, sondern nur mit Clipser, halten aber in der Fahrt das durch. Am Kopfende befindet sich dann noch eine 230 Volt Steckdose, wie daneben auch eine USB-Ladedose, wo ihr euer Handy oder Tablet laden könnt. Ja, vis-à-vis des Bettes haben wir dann einen kleinen Waschplatz mit Waschbecken, Zahnputzbecherhalter. Übrigens, falls ihr Zahnputzbecher braucht, gibt es im Fanshop die passenden Zahnputzbecher dazu. Ja, ansonsten hat man hier nochmal eine 230 Volt Steckdose für Rasierer, Föhn oder ähnliches. Lichtschalter, ach, geht sogar. Lustig. Und einen schönen Spiegelschrank, wo ihr auch dann nochmal was ablegen könnt. Den finde ich auch schön groß. Der ist auch von der Dimension her so gemacht, dass man auch gut reinschauen kann und ein bisschen was sieht. Daneben, oder besser gesagt davor, befindet sich dann noch ein kleiner Kleiderschrank, wo man dazu sagen muss, kleiner Wohnwagen, kleiner Kleiderschrank. Ja, also da passt schon was rein. Aber in den meisten Fällen nimmt man ja nicht so viel mit. Ja, kommen wir zum Bad. Was heißt Bad? Also zum WC, welches wir hier hinten haben. Da gehe ich mal rein. Also wir haben hier eine standardmäßige Thetford-Toilette und vorgesehen, also es ist jetzt in dem Fall hier in dem Modell jetzt nicht gemacht, aber es ist möglich, hier auch eine Dusche reinzubringen. Da wird dann ein Vorhang und ein Vorhanghalter hier oben eingebracht, aber eine Duschwanne gibt es schon drin. Die ist immer standardmäßig bei Fendt. Weiterhin haben wir hier noch diverse Ablagemöglichkeiten. Das finde ich ganz praktisch gelöst, dass man hier mal schnell noch was reinsetzen kann und dementsprechend verstauen kann. Das ist ganz gut gemacht. Ja, und dann würde ich mal sagen, da gehen wir mal wieder raus. Ja, ich habe noch mal Platz genommen in dieser schönen Sitzecke. Also ich finde das wirklich sehr gemütlich. Wenn man doch alleine unterwegs ist, ist das wirklich ein schöner, kleiner, kompakter Wohnwagen. Ja, auch ideal für Fahrzeuge, die jetzt nicht so viel ziehen können. Also man hat ja nicht gleich immer ein Auto, was 2 Tonnen ziehen kann. Und auch für 2 Personen ist das wunderbar. Noch kleiner Hinweis, ihr habt ja gesehen, hier gibt es ja keine Heizung, die sichtbar ist. Nein, hier wird das alles mit der Kombiheizung geheizt, also quasi Warmwasserboiler und Heizung in einem. Hier ist verbaut die Truma Kombi 4. Und damit ist das auch alles gut verstaut und nicht so im sichtbaren Bereich. Ja, da sind wir eigentlich schon durch mit unserer Roomtour hier für den kleinen Fendt Bianco Aktiv 390 FHS. Ich bedanke mich, dass ihr euch die Zeit genommen habt, das Video zu sehen. Ich würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen hoch setzt, auch wenn ihr unseren Kanal abonniert. Und wenn ihr ihn abonniert, dann bitte auch die Glocke drücken, denn da verpasst ihr kein neues Video. Und da sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.